Hallo und herzlich willkommen zu diesem wundervollen Video. Wie man das an der Überschrift schon lesen kann, werde ich mich heute testen. Und zwar, wie schwul ich tatsächlich bin. Das wird jetzt hier kein HIV-Test oder sowas. Ha! Für alle, die sowas erhofft haben. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und mir ein paar schwulen Tests rausgesucht. Starten wir als allererstes mit der Seite Teste dich. Und ich mache hier den Gay-Test 2.0. Ich weiß nicht, was mit dem ersten Gay-Test war. Der war vielleicht nicht gay genug. Nicht gay genug. Du bist dir nicht sicher, in welche Richtung deine sexuelle Orientierung geht? Dann kann dir dieser Test sicher weiterhelfen. Okay, ich bin total verwirrt, was meine Sexualität angeht, deswegen beantworte ich die erste Frage. Welches Geschlecht ist in deinem Freundeskreis stärker vertreten? Ich würde sagen, es hält sich die Waage. Früher waren es mehr Mädels, also beides gleich. Easy. Ich kann gar nicht schwul sein. Schwuler wäre jetzt hier schon verzweifelt. Was empfindest du, wenn du mit deinem besten Freund unterwegs bist? What the fuck? Ich nehme Geborgenheit. Wie fühlst du dich aktuell? Ich fühle mich bei dem Test tatsächlich echt gerade ein klitzekleines bisschen blöd. Egal, was ich jetzt anklicke, das hat ja einen Einfluss auf das Ergebnis des Testes. Ich fühle mich blöd. Ich fühle mich aktuell total blöd. Was denkst du, wie du in dem Test abgeschnitten hast? Natürlich, dass ich schon Interesse am gleichen Geschlecht habe. Ich habe noch nie so einen Test gemacht, das erste Mal. Sind die alle so? Wow. Gay-Test 2.0 Auswertung. Dein Interesse liegt stark im gleichen Geschlecht. Bitte beachte, dass es nicht der Realität entsprechen muss. Wow, der war ja echt ziemlich lame. Wir sind direkt beim nächsten Test von Testreich. Seit hunderten Jahren hat sich die Gay-Community durch den allen Zugehörigen vermutlichen Das ist kein richtiges Deutsch, ich lese das mal nicht. Wow. Hast du schon mal gestrippt? Ja? Nein. Offensichtlich kann man da nur schwul oder nicht schwul sein. What the fuck, hast du schon mal gestrippt? Ja. Hast du jemals Frauenkleider anprobiert? Wer mein Video zum CSD geschaut hat, kann sogar sehen, dass ich mich sehr schön in Schale geworfen habe. Hier ein Ausschnitt. Nein, natürlich habe ich niemals Frauenkleider anprobiert. Ich habe ja geklickt. Stellst du in rein männlicher Gesellschaft spontan deine Geschlechtsorgane zur Schau? Was für eine bescheuerte Frage. Obviously, natürlich nicht. Wer klickt da auf Ja? Okay, dieser Test ist super witzig. Das finde ich lustig. Gefällt dir Lesbensex? Weder noch. Ist halt da. Ist jetzt nicht so, dass er mir nicht gefällt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er mir gefällt. Ich klicke mal Nein an. Besitzt du einen Schlangenhautgürtel? Nein. Ich glaube, es muss auf jeden Fall ein sehr ironischer Test sein, weil diese Fragen einfach völlig random sind. Hast du schon mal deine Körperbehaarung wegrasiert? Ausgenommen Barthaare. Natürlich! Ich möchte jetzt mal ganz kurz... Die Körperbehaarung hat rein überhaupt gar... Viele Sachen da haben überhaupt nichts mit Homosexualität zu tun, aber die Körperbehaarung hat auch nichts mit der Sexualität zu tun. Sehen deine Freunde unverschämt gut aus? In meinen Augen sind es die schönsten Freunde der Welt. Aber ich sehe sie auch nicht mit meinen Augen, sondern mit meinem Herzen. Siehst du auch verdammt gut aus? Klar, obviously. Oh, das war die letzte Frage. Fertigstellen. Oh, ich muss mir jetzt 18 Sekunden eine Werbung angucken. Während die Werbung läuft, könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Tests auch gemacht habt. Oder ob ihr generell schon mal solche Tests im Internet gemacht habt. Oh, ich bin zu 52% homosexuell. Ausrufezeichen. Keine Erklärung, kein gar nichts. Ich bin es. Das heißt, ich bin ein bisschen schwuler als bisexuell. Wow. Okay, kommen wir zum nächsten Test. Den fand ich einerseits cool, weil die Fragen so aufregend waren. Andererseits sind mir einige Fragen auch extrem auf den Sack gegangen. Dürfen mir Sachen eigentlich auf den Sack gehen? Oder ist das zu schwul? Jetzt sind wir auf der Seite myrealpersonality.com. Ich soll mir ein Muster aussuchen. Was nimmt man da? Wenn ich mir jetzt eins aufhängen muss, zum Beispiel, in meinem Zimmer, würde ich als Letzte nehmen, weil ich mag grafische Sachen total gerne. Wie alt bist du? Ist natürlich super wichtig. Um die Sexualität herauszufinden, muss man auf jeden Fall wissen, wie alt man ist. Ich bin zwischen 26 und 35 Jahren alt. Klingt älter, als es letztendlich ist. Hast du bisher Erfahrungen mit Frauen gesammelt? Ja, habe ich. Sehr viele Erfahrungen. Mal mit der Frau gereist. Wer wirkt für dich attraktiver? Oh, jetzt sind zwei Typen zur Auswahl. Ich stehe auf braunhaarige Typen. Ich nehme ihn hier. Wer wirkt für dich attraktiver? Ah, oh nee, jetzt kommen zwei Frauen. Ich mag nicht, dass ihr Hintergrund freigestellt ist, deswegen nehme ich sie. Oh, dein Ergebnis wird berechnet. Das ist eine sehr hohe Rechnung, die jetzt aufgestellt wird. Nur noch zwei Sekunden. Ich
lese jetzt den Erklärungstext vor. Du hast eine leichte Neigung zum gleichen Geschlecht. Du hast schon eine gewisse Neigung, allerdings scheint diese noch nicht ganz ausgereift zu sein. Manchmal dauert der Prozess einige Jahre, bis man herausfindet, ob man nur in einer Phase steckt oder ob man wirklich nur Interesse am eigenen Geschlecht hat. Gib dir und deinem Körper die Zeit, um es zu erfahren. Oh, also die Erklärung finde ich echt schön. Ich meine, letztendlich, dass dieser Test auch wie alle anderen Tests Bullshit sind, will ich dich mal jetzt ausklammern, ist es doch auf jeden Fall eine sehr schöne Erklärung. Abgesehen davon, dass ich mich halt als Vollblut-Homo sehe und hier steht, dass ich eine leichte Neigung habe. Hören wir zum nächsten Test. Boypoint heißt die Seite. Mit diesem kurzen Test versuchen wir, dir dabei zu helfen, etwas sicherer zu werden. Im Gegensatz zu vergleichbaren Tests ist dieser nicht auf Klischees aufgebaut. Zum Beispiel, gehst du gerne shoppen? Selbstverständlich dient der Test nur als Hilfestellung. Das finde ich gut. Das finde ich auf jeden Fall gut. Okay, Mädels faszinieren mich. Was würdest du zu diesem Satz sagen? Stimmt schon irgendwie. Ich finde Mädels faszinierend. Finde Männer aber auch faszinierend. Männer aber auf eine ganz andere Art und Weise faszinierend. Hast du schon mal einen Jungen geküsst oder mit ihm gekuschelt? Ja, und das war wunderschön. Ja, das war wunderschön. Was gefällt dir an Jungs besonders? Wo steht denn da bitte der Warum wurde ich zensiert? Tatsächlich kommt es auf den Jungen an. Wird dir warm ums Herz, wenn du an Mädchen denkst? Nein. Stell dir vor, du befindest dich an einem ruhigen, warmen Sommerabend. An einem Abend auf einem kleinen Hügel. Mhm, okay. Du sitzt alleine auf einer Bank und schaust dir den romantischen Sonnenuntergang. Wen hättest du jetzt gerne neben dir? Ein Jungen, ein Mädchen? Kann ich nicht sagen. Ey, wenn ich da alleine sitze und es ist ein warmer Sommerabend auf einem kleinen Hügel und ich sitze auf einer Bank und schaue mir den romantischen Sonnenuntergang an. Ganz ehrlich, kann ich nicht alleine sein? Ich würde halt den Moment halt auch gerne für mich genießen, wenn ich jetzt wählen muss. Eigentlich mein Freund, aber eigentlich, wenn ich wirklich dann würde ich schon gerne alleine sein. Klicke ich mal auf einen Jungen und gehe zur Aufwertung. Ich bin in dem Level 14 bis 24 Punkte. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es gibt bei dir ein paar deutliche, starke Indizien dafür, dass du schwul sein könntest. Dich interessieren Jungs, du findest einige ganz süß und du könntest dir bestimmt mehr vorstellen. Wenn du jetzt verunsichert darüber bist und sprechen möchtest oder noch mehr Infos brauchst, dann frag einfach schnell im Forum nach und dir wird geholfen. Wow, das finde ich super süß. Das hat wenig mit Klischees gespielt, das hat mir sehr gefallen. Und das ist die Erklärung mit, wenn du sprechen möchtest, dann wird dir gerne geholfen. Finde ich unglaublich großartig. Die Links zu den Tests habe ich euch unten in die Infobox gepackt. Macht sie auf jeden Fall mal und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich von diesen Tests gar nichts halte. Das kann auf jeden Fall nur eine Gedankenstütze sein. Oder hier, wie bei Boypoint zum Beispiel, ganz am Ende nochmal so aufklärend sagen, hey, wenn du Fragen hast, melde dich bei uns im Forum. Das finde ich auf jeden Fall so viel besser, als so vor eine endgültige Sache gestellt zu werden. Ach so, übrigens, du bist jetzt zu 52% schwul. Deal with it. Finde ich auf jeden Fall absoluter Bullshit. Was auf gar keinen Fall Bullshit ist, ist dieses Video. Und da erkläre ich auf jeden Fall, wie man sich am besten outen sollte. Und hier unten kannst du den Kanal abonnieren. Lohnt sich, denn ich bin nächste Woche Sonntag wieder da mit schwulen Videos. Obwohl, einige sind auch nicht schwul. Ja. Okay, bis nächste Woche. Tschüss.